Und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video, mal ein Unboxing. Denn ihr habt es bestimmt mitbekommen, das gute Forgebane ist raus. Ist ja ein neues Starterpack von Games Workshop für 40.000. Ich muss leider sagen, ich spiele keinen Mechanikus, ich spiele keine Necrons, vielleicht wird es jetzt langsam mal Zeit. Also ich habe ein paar Mechanikus-Einheiten, habt ihr ja auch im Bemalvideo dafür gesehen. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Es geht um das Starterpack Forgebane. Wurde mir von meiner besseren Hälfte zu Ostern geschenkt. Und deswegen dachte ich mal, packe ich das schnell mal aus. Kurzes Szenario in Forgebane. Also ich habe es schon mal aufgemacht natürlich. Also es ist nicht mehr ganz jungfräulich, das komplette Pack. Ich musste natürlich reingucken. Und es gibt da so zwei Modelle in diesem kompletten Pack, was... wo sich eigentlich alle gefreut haben, wo die kompletten Foren ausgerastet sind. Und um die soll es jetzt auch gehen, weil mir die sehr gefallen. Wir haben, wie gesagt, Necrons gegen Mechanicus, auch mal eine komplett neue Sache. Sonst hat man ja immer Space Marines drin und das will ja auch nicht jeder. Was sehen wir, wenn wir jetzt reingucken? Wir sehen erstmal Regeln. Das sind die Grundregeln. Mehr braucht man nicht. Also generell, theoretisch. Dann haben wir das Regelbuch zu Forgebane. In dem Regelbuch von Forgebane sind zum einen Missionen drin, wo ich jetzt gerade sehe, Missionen. Und dann haben wir hier nochmal, was mir ganz gefällt, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch bei meinem nächsten Spiel mal irgendwann mal testen. Das sind atmosphärische Bedingungen, also zum Beispiel Reichweitenveränderungen, Sichtweiteveränderungen, alles so eine Sachen. Zusätzlich gibt uns Forgebane natürlich die Möglichkeit, die Armeen zu spielen. Deswegen haben wir hier zum Beispiel Lehren des Omnisias die kompletten Skitari-Modelle, auch mit den Regeln. Und da muss ich natürlich einmal kurz hier drauf eingehen. Das ist die Armiga Warglaive. Schau mal, dass das irgendwie scharf steht. Ja, wenn nicht, ich sage euch kurz mal die Werte. Also eine Bewegung bis zu Lebenspunkten von 7. 14 Zoll Bewegung, ein KG von 3 plus, ein BF von 3 plus. Also super, was Schießen und das alles angeht und Nahkampf. Einen starken Widerstand von 7. Stärke mit dem Kettenschwert eine Stärke von 12. 12 Lebenspunkte ist schon happig. 4 Attacken und einen Moralwert von 8, was ja eigentlich nicht wirklich zur Relevanz kommt. Und einen Rüstungswurf von 3 plus. Wenn ihr euch das alles mal durchlesen wollt, dann kauft euch am besten die Box. Ich werde jetzt so nicht direkt drauf eingehen. Wichtig ist halt, es hat Ionenschilde und kann explodieren. Das war's. Und eine Fahrzeugschwadron. Also das sind wie gesagt die zwei Modelle, worum ich mir die Box schenken lassen habe. So würde ich das jetzt mal betiteln. Dann haben wir natürlich noch die neuen Necrons. Mit den neuen Regeln, gerade die Gruftregeln. Eine super Sache. Doch. Was bietet uns denn Forgebane? Na, Bastelanleitung natürlich. Da war auf einmal eine Hand im Weg. Eine super Bastelanleitung. So wie die ist aufgebaut wie die ganzen neuen Bastelanleitungen. Also eigentlich wie die alten, weil bei den neuen war ja dann noch gezeigt, wo was geklebt werden muss. Naja, sind eigentlich nur die alten Bastelanleitungen einfach zusammengekleistert. Dann haben wir Lich Guard. Also die Necron Garde. Wunderbar. Finde ich super, dass sie drin sind. Die Extinktoren und die Eliminatoren müssten das gewesen sein. Dann haben wir hier die Canoptech Phantome. Also ihr merkt schon, es ist richtig, richtig viel in der Box drin. Da ist noch ein Gussrahmen dazu. Dann haben wir hier noch einmal die Lich Guard. So, dann haben wir Skitari, die Vanguards und die Ranger. So, dann haben wir hier aus zwei Teilen bestehend den Kryptek, müsste das gewesen sein. Auch wieder ein komplett neues Modell von Games Workshop, schön in Plastik. Wie hießen die denn? Dominus hießen die, glaube ich. Davon habe ich schon einen da weiß ich noch nicht, was ich mit dem zweiten mache, ob ich den überhaupt brauche. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Teilen, das sind diese drei Gussrahmen. Diese drei Gussrahmen sind jetzt die Warglaives. So eine Warglaive ist ein bisschen kleiner als ein imperialer Ritter, sind eigentlich kleine imperiale Ritter. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, warum dieses Starterpack sich wirklich stark lohnt. Das sind diese Warglaives. Hat einfach den Grund, der Preis. Die Warglaives werden so im Schnitt wahrscheinlich 25 Euro kosten pro Stück. Bedeutet, zwei kosten 50 Euro, werden wahrscheinlich 60 Euro insgesamt kosten.
Bedeutet, also ungefähr 60 Euro. Bedeutet, man hat damit schon mal die Hälfte des kompletten Starterpacks drinne. Und deswegen, wenn ihr jemanden habt, der Necrons zusätzlich noch spielt, ist es umso besser, denn dann kann man sich das teilen. Hatte ich nicht. Ich habe jetzt Necrons und Mechanicum, aber das soll mich ja nicht stören. So, packen wir mal weg. Ein Poster ist drinne. Das haben sie jetzt ja öfters in den großen Boxen, dass man ein schönes Poster hat, was man sich aufhängen kann. Ist an sich nur das Bild der Starterbox und hinten natürlich Warhammer 40k. So, nochmal da reingehalten. Jetzt kann man mal gucken, die Bases von den Warglaives haben wieder eine komplett neue Größe. Das sind jetzt so eine ganz, ganz große Bases. Und ja, hab da noch ein paar Abziehbilder. Das war jetzt Forgebane. Ist ein ziemlich kurzes Video, ist nur ein kleines Infovideo mal so am Rande. Ich hoffe, das Video hat euch an sich gefallen, dass ihr mal ein bisschen gesehen habt, was im Starterpack drin ist. Ich werde wahrscheinlich zu den Warglaives meinen Dunst dann noch in einem anderen Video nochmal lassen, nachdem ich gespielt habe und die Warglaives direkt mal in Einsatz gesehen habe. Und damit sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.